Ja, der Exit war auch irgendwie weird, wie gesagt. Naja. Das Level hier im Gegensatz dazu ist ein Scherz. Wir haben nur gerade kein Cape, dabei ist das ungünstiger. Das heißt, wir müssen tatsächlich gegen Lakito kämpfen, in Anführungsstrichen. Stirb, Lakitu! So, aber keine Lust, den Yoshi zurückzulassen. Ich meine, wir können einfach in das Level gehen und ihn wiederholen, aber ist trotzdem immer doof. Hui! Das ist auch so ein absolutes Non-Level. Wer das designt hat, weiß ich auch nicht. Wow! Nach dem zweiten Gebiet müssen, glaube ich, 250 übrig sein. War das so? Ach, ich weiß ja nicht mehr, du. Wie gesagt, das ist ein schwieriger Abschnitt für mich, weil das irgendwie komisch war. Wir versuchen mal unser Glück. Das sieht auf jeden Fall. Ach, das ist wieder Rex Heaven. Ich meine, wenn es wirklich war, dass wir hiernach noch 250 übrig haben mussten, dann ist Rex Heaven ja theoretisch kein Problem. Sieht aber gut aus. Ich glaube, das ist es, oder? Oh, Chucks. Ja, das war's, indeed. Sehr gut. Wunderbar. Da war der Secret Exit. Danke. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, dass dass der zweite Abschnitt da auch noch irgendwas mit zu tun hatte. Okay. Green Mario hat Progress. Woo! Mario macht nicht mehr alles alleine. So, jetzt kommt das spannendste Level der Welt. Wie gesagt, Level Design 10 out of 10. Would Level Design again. Yeah! 50 Bits von Harley Quinn dafür, dass er selber ein Rätsel gelöst hat. Danke, danke. Puh, das war anstrengend. Gut, dass wir Blue Yoshi dafür hatten. Das wäre sonst zu hart hier geworden. Da weiß ich nicht, wie wir das jemals hingekriegt hätten. Wunderbar. So, und dann hätten wir hier. Wirkt wie ein Mario Maker, ja wirklich. Chocolate Secret! Ohne jegliche Hilfestellung. Wink, Blark. Chocolate Secret ohne Ups könnte lustig werden. Blind Jump! I hate you, gestorben. Sah lustig aus. Muss man ihm lassen. War das hier was? Mir egal, ob das was war! Spannung. Okay. Meet Points. Ich habe Angst. Nicht sicher, ob meine Angst hier berechtigt war. Ich erinnere mich zu dunkel an das Level. Das ist eins der Level, die man seltener spielt. Schon alleine, weil es halt hinter diesem blöden Ausgang da liegt. Ach, der hat sich da verwandelt. Die brauchen mal mehr Animation, wenn sie aufstehen. Alright. Hui! 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 Ui! Die Slide hat nicht so gut funktioniert. Ja. Dammit! Hab's kommen sehen. Okay. Na gut, Mario, dein Job. Du hattest, glaube ich, alle Exits geholt, wenn ich mich recht entsinne. Bis auf den wirklich wichtigen Super Secret Exit. Ja, nach dem Level kann ich mal wieder die Wasserflasche ansetzen. Das Level hier ist sowieso auch sehr, sehr kurz. Mit Blue Yoshi. Mit Blue Yoshi sind alle Level sehr kurz. Ja. Schön. Da sind wir. GG! Den Ausgang hier kann man eigentlich viel simpler holen, wenn man nicht alle Switches aktiviert und relativ früh in das Level hier reingeht. Dann kann man nämlich einfach von unten reinfliegen. Und dann kann man sich auch diese Beschränkung hier sparen, dass man nur als Kleiner da rein kann. Das ist natürlich der Eingang da vorne ein bisschen klein, aber dann ist es nicht ganz so kompliziert da reinzukommen. So, Secret Exit. Und damit haben wir den Secret Path eröffnet. Den Star Road Star Part. So. Flüchten
Lucha Lucha hat zum Glück seinen Midpoint und kann von hier aus wieder anfangen. Hier, fang ein Bier. Ja, ach ja. Danke. Nett von dir. Komisches Bier in der Plastikflasche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Mann... What? What? Ach, die Slide-Mechanik in diesem Spiel ist manchmal janky. Eigentlich sollte man einfach durchsliden und dann ist gut. Naja. Star Road Special. Ja, die Secret-Secret-Level mit den besten Namen der Welt. Gnarly. Zeit für das Gnarly-Level. Shibibibing. Amazing. Wenige haben so weit gebracht. Hinter dieser Zone liegt die Special-Zone. Ja, ja. Schaff sie und schalte eine neue, merkwürdige Welt frei. Ogo, ogo. Let's go. Bierplastik ist zu stark. Hüpf. Hey. Hüpf. Normalerweise schnappe ich mir für die Level ja auch immer Capes und Yoshis. Ungewöhnlich, dass ich hier mal zu Fuß hochgehe an der Wand. Ja. Cape. Lava Cape. So viele Yoshi-Coins, die wir uns auf Retten holen können. Oh, danke für den Panzer. Netter Koopa. Ich nehme ihn. Sure. Treten wir hier drauf und dann nehmen wir uns den mit. Gut. Intentional. Capes zur Mitnehmung. Um die Frage von eben zu beantworten, P-Switches geben auch Federn. Gnarly! Wir haben ein Level geschafft. Als nächstes kommt Tubular! Das berüchtigte Tubular-Level. So. Flucha Lucha währenddessen weiterhin ohne Power-Ups hier unten unterwegs. Versuch Nummer 2. Dieses Mal, genau, ohne dass wir hier von irgendwelchen Mechaniken gekillt werden. Immer schön nach unten drücken, dann kommen wir irgendwann am Ziel an. Habe ich gehört. Boink. Nur an dieser Stelle funktioniert die Slide nicht, weil sie zu schräg ist. Thanks, Game. Level Design. Das war gefährlich. Das hätte zum Doppel-Sprite-Glitch führen können, das wäre fast unser Tod gewesen. Whoop. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Rup. Wer packt die Chucks eigentlich immer in den Leveln? Hier gibt's nicht mehr Footballs. Überhaupt, wer mag schon Football? Hüpf. Oh nein! Not again! Rup. So, besser. So soll das sein. Goal in! Wir haben mal wieder ein Bonus-Level. Nintendo? Charging Chuck ist wahrscheinlich die japanische Vorstellung eines generischen Amerikaners. Da ungefähr. Yes! So, so muss es aussehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8! Bump! Wuh! Voll Leben! We did it! Währenddessen ist Mario Mario Tubular, habe ich gehört. Wie gesagt, das berüchtigte Tubular Level. Bounce! Mit dem berüchtigten Ballon. Also, der berüchtigte Pi-Ballon. Rip. Was hat? Ich weiß nicht mehr, welcher davon der Ballon war, ehrlich gesagt. Ich hasse dieses Level. Oh Gott, das war nicht der Ballon. Warst du der Ballon? Du warst der Ballon, sehr gut. Kommen Sie her. Uah. Uah.
Everyone hates Tubular. Okay. Pipe, Halbpipe, Bipipe. Wir brauchen dieses Ding da. Chuck, verpiss dich. Chuck, verpiss dich. Shit! Ach, scheiß Tubular. Jedes Mal. Ja, man muss in Tubular mindestens einmal sterben. Okay. So, hier sind wir jetzt übrigens auf der anderen Seite angekommen, weswegen wir auch wieder zurückgehen werden erstmal. Und erstmal die anderen Level machen. Chocolate Island 3. Boink. Ah, ein Cape. Ah, ja. Ein Cape. Brauchen wir auch dringend in diesem Level. Weil alles doof und man kommt auch gar nicht zum eigentlichen Exit, den wir hier haben wollen, ohne Cape. Deswegen schmeißen sie die einem hier auch hinterher wie blöde. Man kann einfach einen blauen Yoshi nehmen, ist nicht. Aber das ist halt immer die Option. Man kann einfach einen blauen Yoshi nehmen. Die sind halt einfach zur Verfügung da. Wenn man das Spiel wirklich halbwegs schwierig haben will, muss man halt sagen, okay, ich benutze keine Capes und keine blauen Yoshis und das war nicht gut. Gut, dass sie einem hier Capes hinterherwerfen, wir haben einfach direkt wieder zwei Capes. Yay! Woo! So, hier sind nicht umsonst drei Pfeile nach links. Blöder Koopa. Ja, mit dem Ding. Da oben sehen wir nämlich schon ein Ziel. Komma, aber. Hui! Das Ding wollen wir natürlich ignorieren, wie diese Pfeile da indiziert haben. Und wir gehen stattdessen zu diesem Ziel. Jetzt habe ich die ganzen Leben nicht geholt. Aber egal. Egal. Okay, Mann, willkommen zurück. Ich habe zurückgekehrt. Haben wir die Koopa-Kinder schon ausgelöscht? Ne, ausgelöscht noch nicht. Da ist noch, sind noch zwei Schlüsse vor uns. Aber wir haben das nächste Fortress-Level erreicht, wo allerdings keiner drin ist. Außerdem spielen wir gerade das berüchtigte Tubular-Level und ich bin schon einmal drin gestorben. Weil es ist Tubular, natürlich bin ich einmal drin gestorben. So, vor allem habe ich jetzt keinen Cape mehr für diesen Sprung. Wunderschön, bin aber nicht gestorben. Frick! Man ist einfach viel zu lahm. Für diese Bälle. Aber eigentlich muss ich da unten auch gar nicht hin. Da unten ist kein Ballon drin, wie wir festgestellt hatten. Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich für einen Moment gedacht, das wäre ein Autoscroller. Ah! Blödes Level. Blöd. Spiel mag mich nicht rushen lassen. Ich sehe schon. So, in klassischer Bowser-Manier kriegen wir hier halt Feuerbälle entgegengeschmissen, obwohl da keine Bowser-Statuen sind. Wimp. Geh erstmal wieder rüber, Wimp. Gnaf. Und so, wir haben ein paar ab. So, der Film da unten ist geglitscht. Beziehungsweise, der soll da eingesperrt sein mit dem Panzer, trotz mit dem roten Block. Aber trotzdem sieht das sehr glitschig immer aus, wenn er unten drin ist. Komm runter. Hui. Da haben wir uns die Switch-Hilfe geholt. Und hier schenken sie einem sogar für den grünen Schalterpalast noch ein Cape. So. Und weil der Teilzeit komisch ist. Gut. Didn't hit me! Hat keiner gesehen. Didn't hit me. Did! Reznor kommt übrigens ganz, ganz selten in dem Spiel vor. Reznor ist besiegt. Das bringt mich zurück an den Abend, wo wir das mal zu einem Großteil aufgenommen haben, um dann im Nachhinein Probleme in den Aufnahmen festzustellen. Tubulas Dorf, ja. Oh, das war's! Genau, ich wusste, wir haben SMW mal als komplettes Projekt aufgenommen, aber ich wusste nicht mal, warum wir das nie veröffentlicht hatten. Ich hatte überlegt, ob die Aufnahmen verloren gegangen waren oder was. Aber stimmt,
Wir hatten am Ende festgestellt, dass alle Aufnahmen verborgt waren und wir mal am Anfang hätten checken sollen, ob die Aufnahmen überhaupt gut sind. So, let's do this again. Ich hasse, wenn das passiert. Okay. So, den ignorieren wir jetzt dieses Mal, weil können wir ja. Weil wir wissen ja, das hier ist der Ballon. So, diesmal können wir den Ballon auch ein bisschen weiter mit uns mitfliegen lassen. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Okay. Bei dem wissen wir auch, war kein Pi drin, aber bei dem da ist ein Pi drin und der ist ein richtiger Wichser hier. So, wenn man schnell genug ist, ist ja da oben auch kein Problem, aber wenn man halt nach den Pi suchen muss, dann ist das richtig kacke. Jetzt sieht es aber gut aus. Ich glaube, ab dem Punkt ist das Level nicht mehr so schwierig, weil, genau. Es ist halt kurz, aber weil man den Projektilen halt mit dem Ballon nicht ordentlich ausweichen kann, wenn man nicht weiß, wo die Pis drin sind, dann ist das so zum Kotzen. So. Bonus Game. Da ungefähr. Nope. Da ist der Stern. Naja, zum Teil. Plus 4! Yay. Ja, nice. So. Wir haben das berüchtigte Tubio-Level geschafft. Ab jetzt geht's nur noch bergauf. Way cool! Ist unser nächstes Dingensbummens. Bevor wir hier weitermachen, gehen wir mal eben schnell zurück und machen mal eben Chocolate Island 3, bevor ich das vergesse. Weil wir bis jetzt nur den echten Exit quasi, also den richtigen Exit gemacht haben, aber den Troll-Exit nicht geholt haben. Let's do that! Ist ja kein Riesending, da mal eben hinzufliegen. Thanks, Game Physics. Spiel macht wieder, was es will. Spiel macht, was es will. Okay. 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 War vollkommen so gewollt. Wir haben den Midpoint geholt, damit ich gestorben war. Absolut so gewollt. Way cool. Next on the list. Fun with Switches. Drecksviecher. Ups, ich glaube, das war nicht gut. Ich lasse das mal so. Ich hoffe, wir gehen nicht den ganzen... Okay, ist nur ein Rundkurs. What? Das ist kein Rundkurs! Mistspiel. Okay, man musste den Schalter drücken. Ich wusste nicht mehr. Und Ratz, ey, bist du durch oder hast du forfeitet? Wie lief's gegen Illus? Ich habe gesehen, dass du tatsächlich auf Illus getroffen bist. Bist durch, ja nice. Dann hast du es ja bis zum Ende durchgestanden. Herzlichen Glückwunsch. War das Weekly. Klar, jeder hat den gleichen Seed. Ich hatte nur gesehen, dass Illus den gleichen Seed hat und bin direkt davon ausgegangen, Race und hast Illus erwischt. Aber gut, ist klar. Wenn es Weekly ist, dann natürlich hat er den gleichen. Ich will den Cape. Brauchen wir zwar nicht für den Exit, aber wäre trotzdem nett zu haben, behaupte ich jetzt mal. Ja, hast auf jeden Fall Leute geschlagen, das ist doch so gut. Ich schätze mal, dass du generell ja eigentlich nicht super viel hier Inverted spielst, von daher. Ne? We did it! Curse clear. So, und dafür kriegen wir den besten Exit des Spiels. Best Exit des Spiels. So, way cool. Let's do this again. Inverted ist immer ein Traum, so jetzt drücke ich den ersten Schalter einfach nicht. Für ein blödes Trollspiel. Dann schickt es uns nämlich auf die obere Schiene.
Versuchen wir mal hier unser Glück. Das könnte allerdings sehr gefährlich sein. Ja, ja, ja. Ein bisschen zu gefährlich. Ohne Power-Ups sind die Level tatsächlich halt ziemlich gefährlich. Na gut, wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun, wie Chocolate Islands Nummer 4. Hui! Das zweitbeste Mario für den SNES? Naja, das erstbeste Mario für den SNES. Das erstbeste Mario. Punkt! Keine Diskussion. Wobei zugegebenermaßen hier. Dingensbommens. Wie hieß es noch gleich? Das Luigi-Spiel. Den Namen gerade aus irgendeinem Grund aus dem Kopf verloren, ist natürlich mit Abstand das beste Mario-Spiel für ein SNES. Wo Luigi durch die Welt zieht und Leuten was beibringen will. Was hatten wir hier nicht? Genau, die tolle Zeitröhre. Wir müssen die tolle Zeitröhre mitnehmen, die ist wichtig. Alles klar, Meccano. Bis dann. Macht gut. Bobo, 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 Bobo. Aha, Cape. Ein Traum. Und dann kommen wir hier oben irgendwo raus. Weil, warum nicht? Und dann geben sie uns aus irgendeinem Grund eine Fireflower hinterher. I mean, sure. Na, ich würde Yoshi's Island als Yoshi und nicht als Mario spielen. Naja, ne, das ist halt ein Baby-Mario-Spiel. Aber gut, gehört halt insgesamt mehr in die Yoshi-Reihe, weil sie ja Yoshi's Story danach auch noch gemacht haben. Mario's Missing, genau, Mario's Missing. Ich weiß nicht, warum ich nicht auf den Titel gerade gekommen bin, aber natürlich Mario's Missing. Das ist natürlich wirklich das beste Mario-Spiel. Keine Diskussion. So, jetzt lassen wir die Schalter einfach mal in Ruhe. Wir scheinen uns ja auf die absolute Top-Route zu bringen, wenn wir es einfach in Ruhe lassen. Hier oben ist ein bisschen angenehmer mit dem Fuzzi hier, der sich nicht wirklich wehrt. Der braucht schon Switches. So, jetzt vertraue ich dem Spiel aber nicht mehr, jetzt drücken wir mal den Schalter. Ach komm schon, können wir mit diesen Fuzzi-Circles aufhören? Ich mag die Fuzzi-Circles nicht. Schabip, bip, 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 bip. Ja, sehr gut. Kommen wir jetzt auch von einer höheren Stelle. Wunderbar. Midpoint. Hey, Yoshi-Flügel. Ja, wir haben gerade keinen Yoshi mitgebracht. Wäre voll nett gewesen, wenn sie hier mal einen Midpoint gegeben hätten. Jetzt müssen wir nur noch Plattform. What is this? Wer plattformt denn in Mario? Ah! Game! No! Don't! Ah! Hilfe! Nein! Ist nicht, was ich wollte. Okay. Fuzzi dich mal beiseite, Fuzzi. Nein! Ah, ich hab's kommen sehen. Ja, ich sollte ein Power-Up holen. Das dauert sonst ewig. Warum ist das kein Text-Adventure? Ja, wirklich. Finish Stage. Fertig. Blimp. Yoshi! Hier haben wir einen Troll-Switch. Hey, gib mir mal einen Troll-Switch. Thanks, Game. Brr. So. Läuft gut die Special Stage. So, wunderbar. Bei dem Spiel wusste ich gar nicht, es war echt verwirrt, welches Spiel mit Luigi als Main-Charakter existiert. Es ist jetzt auch nicht gerade ein super bekannter Main-Titel. Das Spiel ist auch richtig, richtig übel kacke. Gibt's natürlich auch nicht lokalisiert bei uns, aber keine Sorge, wenn ihr nicht kennt. Klappe die Klappe. 28 Punkte! Ja, Green Mario räumt da unten auf, während Red Mario da nur Scheiße baut momentan. Was? Ja, was? Wir haben sowieso eine Stage bis jetzt immer noch nicht gezeigt, von daher kann Red Mario das mal eben schnell erledigen. Mario ist ein bisschen 10 out of 10. Ja, right? Right. Go Red Mario. Einmal nach hier oben. So. Na egal. Falschen Ausgang genommen, aber von hier aus ist auch okay. Geht beides.
Es gibt ja auch ein Zelda-Spiel, in dem man Zelda spielt. Ja, zwei sogar. Nicht nur eins. Ein Top-Down-Zelda-Spiel und eins mit Seitenansicht. Beides Zelda-Spiele. So, die Super Secret Special Stage, wo wir Yoshis Federn und Fireflowers hinterhergeworfen kriegen bis zum Umfallen. Ah, okay. Der Ausgang zählt dann auch gar nicht als Level geschafft, sodass wir den Charakter wechseln. Das heißt, wir können freudig laufen. Das ist doch nett. So. Back to the Star Road. Stimmt, ich hatte nur das Real Life gerade im Kopf. Ja, wie gesagt, das eine ist, sind ja beide gleich großartig. So, Yoshi, let's go. Vielleicht können wir auch mal eine Stelle mit Yoshi-Flügeln zeigen, wenn wir jetzt mit Yoshi hier durchgehen. Mit Cape und Yoshi sollte dann mit den fliegenden Fuzzis hier nicht so schwierig sein. Hüpf. Komm, Plattform, nicht so langsam. Wir haben jetzt Power-Ups und so, jetzt sind wir plötzlich schnell unterwegs. Oh, right. Problem. Nicht gut. Nicht gut. Fuzzi! Alles klar. So, hier vorne müsste das Ding sein. Woo! Wenn wir diese lustigen Flügel finden, dann können wir uns blaue Yoshis holen und mit denen in die Luft fliegen. Haben wir bis jetzt an keiner Stelle gemacht, obwohl wir schon mehrere Gelegenheiten gekriegt hätten. Meistens verpassen wir durch halt irgendwelche Ausgänge, aber in dem Level hier sind relativ schnubber. Aber wir wollen ja nur zu einem einzigen existierenden Ausgang. Name Reiz, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream. Willkommen zu unserem heutigen Wunschspiel, wir spielen heute Mario World durch. Sind aber schon ziemlich tief drin. Ist der Yu-Gi-Oh! Minecraft Server noch aktiv? Kann ich dir nicht sagen, du. Ich betreibe keinen Yu-Gi-Oh! Minecraft Server.